Ich bin ja nur neutral. Also dass, wenn ich sage, ich freue mich für Dortmund, dann sagen die Freiburger, was ist mit uns? Nein, also auch ich sage, dass die Dortmunder dann natürlich rauskommen werden, aber mit dem Reden alleine geht es ja nicht. Insofern war das, denke ich, auch vom Psychologischen her ein wahnsinnig wichtiger Schritt für die Mannschaft. Ist ja nicht zu vergessen, dass die bald Champions League spielen gegen Juventus Turin. Und das würde ich nicht ausschließen, dass die da den Bock international wieder umstoßen. Das ist ein gutes Zeichen, wichtig, sie müssen nachlegen, aber ich glaube, dass Dortmund am Ende auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ja, was bin ich froh, du. Ich habe mitgefiebert, bin zwar ein Frankfurter Mädchen, aber es ist klar, dass man dann auch sagt, das ist so eine starke Mannschaft mit so vielen guten Spielern und ohne da parteiisch zu sein, aber ich habe mich heute schon ein bisschen gefreut. Ja. Auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung. Es ist eine Kopfsache. Das nächste Spiel wird jetzt zeigen, ob es dann eben weitergeht oder ob man da vielleicht wieder mit einem Unentschieden oder einer Niederlage rechnen muss. Das ist wirklich schwierig. Das ist eine ganz heiße Phase, wo man immer wieder schauen muss von Spiel zu Spiel, sich immer wieder neu einstellen muss. Dortmund gehört da unten nicht rein, ist eine der wenigen Mannschaften, die auch zum Beispiel Bayern München Paroli bieten können. Allein deswegen hoffe ich, auch wenn ich kein Dortmund-Fan bin, dass sie drin bleiben. Und ich denke mal, das war heute ein ganz wichtiger Schritt. Ja, jetzt haben sie 3 Punkte geholt und wer weiß, in dem Keller, da sind 3 Punkte, ist ja schon nicht die halbe Miete, aber sehr, sehr viel. Also Gipfelstürmer passt jetzt nicht zu Dortmund dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr wieder.